die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, heute ist Samstag. Wir haben aktuell 8 Uhr. Die ganze Familie schläft noch, außer ich und Patrick. Wir beide werden einkaufen gehen und ich nehme euch natürlich auch mit. Aber was wir heute noch besonders machen, ist es, dass der Patrick seit ein paar Wochen mit mir fährt. Also er macht jetzt 17 und ich bin sein Fahrlehrer. Und heute wird der Patrick am Steuer sitzen. Ja, und ich werde euch natürlich den ganzen Tag mitnehmen und mal schauen, was der Tag halt bringt. Wir sitzen jetzt schon im Auto. Wie man sieht, ist der Patrick am Lenkrad. Also wir fahren jetzt kurz einkaufen. Wir werden noch ein bisschen in der Stadt bleiben, dass wir halt einfach Verkehrsübungen machen. Und dann einkaufen. Geht schon langsam, oder? Nein, zweiter Gang bitte. Zweiter Gang. Wenn so schmale Gassen, immer in den zweiten Gang. Dann rechts abbiegen. Und jetzt geht. Fahren dann geradeaus. Na, links. Welcher Gang bist du jetzt? Dann links bitte. Nein, bei der Ampel. So, meine Lieben, wir sind noch am Leben. Wir waren beim Hofer, wir waren einkaufen. Ich habe euch nicht mitgenommen, weil ja, beim Hofer ist sehr viel los und die Leute schauen ziemlich komisch an. Aber wir sind jetzt bei Merkur. Wir haben noch etwas zum Erledigen, also noch was zum Kaufen. Und da kann ich euch auch mitnehmen, weil da kann ich die Kamera reinschmuggeln. Aha. Sollen wir gleich zwei nehmen, oder? Einer reicht, oder? Nimm mal einen, oder? Das reicht, glaube ich, eine Woche. Bist du auch sowas? Und das Artikel ohne Barcode. So, meine Lieben, wir waren jetzt bei Merkur auch, also ich habe ein paar Dinge gekauft, aber fehlen noch immer ein paar Sachen. Wir fahren noch geschwind zum Lidl und beim Lidl gibt es nämlich seit ein paar Wochen vegane Chicken Nuggets. Wir haben schon mal ausprobiert, die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Und wir wollten vorige Woche auch welche kaufen, hat es aber leider nicht mehr gegeben. Und wir versuchen unser Glück heute nochmal. Links. Links. Ja, wir müssen da links abbiegen, ne? Und langsam. Ersten Gang, ja. Das ist irgendwie so ein komisches Gefühl, dass der Patrick. Wir fahren geradeaus, Patrick. Dieter ist weiter vorne. Ja, normalerweise bin ich immer am Lenkrad und die Mama auf der rechten Seite. Diesmal sitze ich da. Und entspannen kann ich nicht sagen, dass ich mich entspanne, aber ist auch okay, ja. Der Party macht schon gut. Na, verbrennen, ja. Stehen bleiben. Das geht sich nicht aus. Ja, ich bin stehen. Wenn du nicht sicher bist, dann bleibe ich lieber stehen. Na, es ist viel Verkehr.
Und Kaschkabal muss man auch noch kaufen. Nach dem kannst du schon einen rein. Genau. Was ist das? Warte. Hast du Hang geschaut? Links, rechts oder irgendwas? Da ging wir weiter vorne. Schauen wir mal, wo war. Also hin. Ja, Mann. Wenn nicht, dann ganz hinten. Da ist ja kein Parkplatz mehr frei. Ich war schon gerade auf zwei Parkplätze gewartet. Was ist das bitte? Ja, dann fahr so umkehren und. Hey, meine Lieben, auch von uns ein Hallo. Papa war ja vorhin mit Patrick einkaufen und sind eh schon länger wieder zu Hause. Ich muss jetzt nochmal schnell los mit dieser Dame hier, weil sie möchte ein DM-Haul drehen. Deswegen sind wir jetzt nochmal kurz los, damit sie ein DM-Haul drehen kann. Und ja, dass sie das nur mit mir macht, muss ich jetzt mit. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt schnell dieses Video anfangen und dann später geht es gleich hier im Vlog weiter, ganz normal, weil wir brauchen jetzt kurz die Kamera nämlich für den DM-Haul, also für den Anfang. Also bis gleich hier weiter. Wir sind wieder zu Hause, fertig mit DM-Haul. War eine knappe Geschichte eigentlich. Weißt du, dass es der DM um 17 Uhr zusperrt, obwohl an der Tür 18 Uhr stand? Ja. Jetzt sind wir wieder zu Hause, mich hat sich schon umgezogen. Ich habe mir auch schon wieder meine bequeme Hose angezogen. Und der Papa ist so fleißig. Schaut mal. Hm? Der Papa macht die Steuern, also die Buchhaltung. You are so, so fleißig. Schön wär's, wenn du es könntest. Lila. 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 Was essen wir heute noch, Schatze? Lila. Was kochst du denn was uns heute? Lila. Was essen wir heute? Schau mir in den Kochhaus. Ja, aber du kochst immer. Schlecht, Alter. Gar nicht wahr. Ich habe in letzter Zeit so oft schon Wehen. Puh, sag's euch. Ja, ja das sind diese Dingswehen. Welche Wehen? Das ist vor der Schwangerschaft, das heißt von Klinik am Südring. Klinik am Südring. Übungswehen heißen die. Ja, Übungswehen. Da wird es immer so hart, dann ist es so unangenehm, so, kennt man das so unangenehm. Schön, euch wieder zu sehen. Also, wir müssen, also wir kochen jetzt, zeig mal. Ich kann nicht, also da. Wir machen jetzt Spaghetti-Kürbis, der ist voll im Trend, das sieht man überall auf Instagram, deswegen müssen wir jetzt auch mit auf den Trend drauf. Aber jetzt drei Spaghetti-Kürbisse gekauft, der im Supermarkt, der war teurer, gell? Der war... Wir haben den bei uns im Ort nämlich gekauft, wir haben so einen, Bauerladen. So einen Bauernladen, wo man freiwillig Geld reingeben kann. Genau, ich habe das Geld rausgenommen. Das ist ein Scherz, bitte glaubt es nicht. Papa hat sogar für 10 Euro eingekauft, er hat noch Honig geholt. Was noch? Ohne Sack Zwiebel, warte, zeige ich. Ja, weil er nicht weniger Geld hatte. Genau, also für die Kürbisse hätte ich 3 Euro zahlen müssen. Ich habe nur einen 10 Euro Schein gehabt. Deswegen habe ich gesagt, wenn eine Ecke schneiden, ist das vielleicht nicht so viel wert. Aber dann gebe ich 10 Euro rein und ich kaufe die 3 Kürbisse plus Honig und noch Zwiebeln. Mama! Wie bitte? 3 Kilogramm Zwiebelsack. Und somit macht alles 10 Euro zusammen. So, wir müssen das Öl beschmieren und dann ich glaube, jetzt müssen wir die Kürbisse schneiden, oder? Yep. Aha. Also, der Kürbis muss halbiert werden. Warte, du lässt mal den Preis runternehmen. Der wäre nicht schlecht, gell? Also. Nicht. Essbar. Die Kürbisse müssen noch mit dem Gesicht, also mit dieser offenen Hälfte nach unten sein, ne? Die Kerne können fix raus, oder? Sicher. Mit der Seite nach unten, ganz wichtig, habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass es nicht so gemacht wird und dann ist es nicht ja, mein Schatz. Geht sich das überhaupt aus mit unseren drei Kürbissen? Schaut sie rein, ne? Ja. Ohne Finger.
nur die Kürbisse rein. Sieht sicher ausgehen, oder? Sicher. So. Perfekt. Ein Fettsack. Was? Ein Fettsack? Und eine Tasse Wasser soll man auch noch dazugeben für die Feuchtigkeit. Habe ich schon vorbereitet, das Wasser. Sieht das, glaube ich, aus? Sicher. So, jetzt braucht es 45 Minuten. In der Zwischenzeit zeigt euch der Papa, was er sich geholt hat. Ich habe mir nämlich ein neues Handy gegönnt. Also ich habe ihn dazu überredet, weil der Papa hat immer so ein altes abgef***Handy. Ja, das kann er sich immer, ja, genau, er hat sich immer irgendwie günstiges genommen. Und er hat jetzt das letzte Jahr mein altes iPhone bekommen, weil das in Android kaputt war. Mhm. Und das ist jetzt kaputt, das iPhone. Und der ist Meier gegangen? Genau, das ist kaputt, es geht nicht mehr an. Und ich habe ihn dazu überredet, dass er sich ein iPhone holt, also noch eins. Ich hätte ihn gerne ein 12er genommen, aber da hat er sich dagegen gewehrt, als hätte ich ihm weiß ich nicht was gesagt. Und er hat sich Gott sei Dank ein 11er genommen. Also ich lege schon Wert auf die Elektronik, aber auch nicht so viel, also für mich... Also mehr, weniger als ich auf jeden Fall. Also ich bin ein richtiger Technikfuzzi und ich muss ihn immer überreden. Also ich komme, glaube ich, direkt auch mit deinem Handy mit der Knöpfe. Ja, gut. Und mit seiner langen Antenne. Funktioniert aber Instagram nicht. Ja, und jetzt haben wir gedacht, machen wir das im Video. Und wir haben auch Handyhüllen bestellt. Ich bestelle immer bei Amazon, weil das sind viel günstiger. Also eine Handyhülle. Und schaut mal, das ist das gute Stück. Also er hat jetzt ein iPhone 11, er hat aber das mit den zwei Kameras genommen. Ja, das reicht vollkommen. Ich fotografiere meistens nur mit einer Kamera. Nicht mit zwei. Ich liebe es, diese Folie abzusehen. In Gott sagst du, das ist das Schönste ever. Und jetzt, tada! Macht richtig mit dem Soundeffekt. Wow! Meine Fresse, die ist so schön. Was gibt's da noch drin? Dann gibt's was mit. Ah, dann gibt's noch. Irgendwelche Papier. Hey, du hast noch die Kopfhörer drin, ist cool. Kopfhörer, Ladegerät. Genau, ich dachte, ich krieg die iPods. Ja, nein! Aber schön wäre es, oder? Schön wäre es, ja. Im neuen iPhone gibt es keine Kopfhörer mehr, gell? Ach so? Jupp. Macht also. Schon auch schön aus, oder? Mhm. Gott sei Dank habe ich nur den 11 erwischt. Mit Kopfhörer. Den Ladegerät. Da war aber nie aber ein leeres Ladegerät. Aber schau, der ist auch so in Papier eingepackt. Ja. Stimmt, ja. Das neue iPhone ist, glaube ich, komplett in Papier eingepackt. Das ist ein schönes Gefühl, oder? Oh mein Gott. Und von Amazon habe ich meine Mama noch Panzerglas gekauft. Schaut so aus. Voll. Da sind zwei drin. Okay. Das ist voll cool eigentlich bei dem. Da hast du so eine Hilfe dabei, siehst du? Ah ja, diese Rahmen, gell? Genau. Und eine Hülle. Mach mal ab. Ich hoffe gleich. Sie hat aber auch eine Schutzfolie drauf. Wahnsinn. Von hinten und von draußen. Manometer! Das ist eine schöne Hülle, gell? Ja, aber jetzt muss ich die das Panzerglas draufbiegen, oder? Ja. Das ist eh so ein guter Beispiel. Hast du da irgendwas? Nee, gell? So, und das ist hier einfach top and down. Wipe. Ja, genau. Cool, hast du mal gemacht. Was hast du da? So, ich gern sich die zusammen. Andere Leute, iPhone zu öffnen. Wow! Lass mal einschalten. Kannst du dich an deine Passwort erinnern von deiner iCloud? Habe ich einen gehabt? Mhm. Keine Ahnung. Ja, die Michelle lag mir auf. Komm. Typisch Papa, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe jetzt zum Kochen angefangen. Schau mal, die Kürbisse sind schon nur richtig nah. Aber richtig nicht so. Und die Kürbisse. Auf, gell? Ja, voll. Lara wollte mit dir spielen. Sie hat ein Mini-Buch geschaut. Komm, Michelle, spiel mit dir. Ha, Michelle. Danke, Michelle. Du bist die älteste Schwester. Nicht deswegen. Ich spiele auch mit dir, Luisa. Was kriege ich? Du hast ein neues Handy gekriegt. Ja, aber nicht deswegen. So, weiter geht's mit unseren Kürbissen. Mittlerweile ist es richtig heiß, gell? Geworden hier in der Küche. Ausziehen.
Wieder nicht komplett halt, ja? Ah, wirklich? So, und die Kürbisse, schau, ich zeig's euch gleich mal, schauen jetzt so aus. Da muss man jetzt mit so einer Gabel so Fäden rausziehen. Oh Gott, ich hoffe, wir haben sie nicht zu lang gelassen. Es geht schon sehr gut. Zu gut, oder? Zu gut, ja. Mist. Da kommen gar keine Fäden, bitte. Nein, wir haben sie zu lange gelassen. Hier war der Backofen auch zu stark eingestellt. Oh nein. Ist ja kalter, wenn er so ist, es kommt hin. Sicher essen wir es aber trotzdem. Das Einzige, was wir jetzt machen, also wir werden es auf jeden Fall so essen. Dann stört das jetzt nicht. Aber für die Kinder machen wir Nudeln. Weil die Michelle hat so ein bisschen protestiert, dass sie gehört hat, dass es Kürbis gibt. Deswegen, ja. Weil wenn wir jetzt für die Kinder das anrichten, dann haben wir nur mega Diskussionen mit denen, oder? Warum das so ist? Warum das schmeckt mir nicht? Bäh, Warum diese Farbe? Deswegen essen wir das. Der Party wird das sicher auch essen. So, meine Lieben, ich werde jetzt den Vlog beenden. Hier hinter mir wird Digitales konsumiert. Also die Kinder, die zwei Kleinen, haben ein iPad und der Papa spielt dann mit einem neuen iPhone. Oh mein Gott, und Papa? Gesehen haben wir. Guck mal. Was denn? Eine andere Qualität. Oh mein Gott, ja, der Kühlpack. Gebe ich dir ganz das Kühlpack zurück, in das Gefrierfach geben. Ja, auf jeden Fall, ich werde mich jetzt ein bisschen hinlegen. Die Luisa isst, glaube ich, noch ihre Spaghetti fertig. Und ich werde mich jetzt hinlegen, weil mein Bauch ist schon so prall am Abend. Das ist immer so, schaut mal. Na gut, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann ganz bald wieder. Ah ja, übrigens, im Dezember, das habe ich noch gar nicht gesagt, wird es jeden Tag ein Video geben. Und es wird auch gleichzeitig nicht nur weihnachtsbezogenes Thema sein, sondern auch Baby-Countdown. Ich kann es gar nicht glauben. Auf jeden Fall. Ja. Aber runterzählt, bis das Baby kommt. 5, 4, ja, so in der Art. 2. So in der Art. Na gut, meine. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.